Bla 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 bla. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Harry Potter und der Stein der Weisen auf dem PC aus dem Jahre, ja, ungelogen, aus dem Jahre 2001. Da liefen noch Mammuts über die Landschaften und Neandertaler haben die mit Steinstöcken gejagt und mit den Knüppel draufgehauen und dieses Spiel hier wurde erstellt von EA. Ja, damals haben sie noch ganz nette Spiele gemacht. Heutzutage kann man das ja nicht mehr wirklich sagen. Aber, genau, wir haben letzte Folge hier aufgehört, allerdings mitten in dieser Aufgabe, weil ich irgendwie keinen passenden Zeitpunkt gefunden habe, wann ich die nächste Folge beginnen kann. Und dann habe ich mit Taskmanager das Spiel kleiner gemacht, um die Aufnahme dann zu beenden. Und ja, was soll ich euch sagen, Leute? Dann ist das Spiel einfach abgestürzt und ich dachte mir so, was? Und war voll verwirrt. Aber ja, deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal vernünftig von vorne. Ist, glaube ich, auch ganz gut. Und ja, freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, Leute. Also, mir macht dieses Let's Play unglaublich viel Spaß. Und allein die Vorstellung, hier das ganze Revue passieren zu lassen, diesen Retro-Aspekt wieder zu fühlen und sich gemeinsam auf Hogwarts Legacy zu freuen und dieser, ja, diese Grafik, dieser Grafik-Mindblow, der uns Ende des Jahres erwarten wird, wenn wir dieses Spiel hier gewohnt sind, oder diese Spiele, Mehrzahl, weil es sind ja mehrere, und wir dann plötzlich die Open World von Hogwarts Legacy sehen werden. Ich glaube, ich werde mich einschüsseln ohne Ende, Leute, aber ich glaube, da geht es euch wahrscheinlich auch nicht gerade anders, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. So, aber jetzt ein bisschen Concentration, because, ja, ich will diesmal nicht failen. Ich habe nämlich letztes Mal schon ordentlich gefailt. Und ja, ich denke mal, dass diese Kreise hier andeuten, welchen Schwierigkeitsgrad das alles hat. Wir sind jetzt hier irgendwie, ist das grün oder gelb, Leute? Sorry, ich bin ein bisschen farbenblind. Aber ich kann die Ampel lesen, was ganz vorteilhaft ist, weil ich einen Führerschein habe. Ja, gut, also da unten, also zeitmäßig, warte mal, zeitmäßig sind wir ja, warte, wir haben es ja fast verkackt. Oh Gott, glaube ich, warte, können wir nicht irgendwie sogar beschleunigen? Das ist eventuell der Fehler, den ich gemacht habe oder mache, dass ich nicht beschleunige. Ich weiß es gerade nicht so ganz, ehrlich gesagt. Aber ich bin durch alle durchgeflogen. Also, wenn das nicht reicht, dann muss es halt schneller passieren. Aber ich habe auch nicht aufgepasst, was die Lehrerin wieder gesagt hat. Ist das der Letzte? Komm, lass das den Letzten sein. Ich glaube, das war der Letzte. Du hättest schneller sein können, aber immerhin hast du es geschafft. Sag mal, jeder Unterricht, den ich hier in meinen ersten Tagen auf Hogwarts absolviere, ist für'n Arsch. Entsprechende Optionen findest du im Hauptmenü. Quirrell sagt, dass es ausbaufähig ist. Sie sagt, dass es ausbaufähig ist. Was mache ich hier eigentlich? Einen schönen Tag noch, Harry. Ja, schönen Tag dir auch noch. Mach's gut. Ja, viel Spaß, ihr anderen Lebewesen. Oh, Leute, da bin ich wieder in Hogwarts. Mann, waren das anstrengende erste Unterrichtsstunden. Und ich habe einfach mal übel abgefailt. Ja, was sollen die Lehrer denn jetzt von mir denken? 5 Punkte bei beiden Aufgaben, ja, viel schlechter kann man es ja kaum machen. So, erstmal abspeichern. So, wunderbar. Alles klar, jetzt müsste ich, genau, jetzt kann ich endlich das machen, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Nämlich irgendwelche x-beliebigen Items mit, ja, Flipendo verzaubern und geile Bertie Bots Bohnen daraus bekommen. Kann ich jetzt auch diese Statuen verzaubern? Ja, Mann, ich muss ein bisschen Abstand dazu gewinnen, glaube ich. Oder ich bin echt zu blöd. Wow, eine einzige Bertie Bots Bohne. Das ist natürlich mega. Dann holen wir uns von der auch noch eine. So. Und was haben wir da auf dem Bild? Ist das Hogwarts? Nee, das ist nicht Hogwarts. Das sieht aus wie die Schule im Schwarzwald. Also da gibt es nur ein paar Bilder im Internet, wobei ich auch gerade nicht weiß, ob die kanonisch sind. Hallo? Wollt ihr mit mir reden? Er ist so groß, dass ich fast seinen Kopf nicht mehr sehen kann. Hey, seid nett zu Hagrid. Das ist ein Freund von mir, ihr Blödmänner. Ja? Viel Spaß noch. Danke, nett von dir. Ja, du, warum fragst du mich Sachen zweimal, Kollege? Komischer Dude. Naja, gut. So, da ist Hermine, die sich mit einer... Hey, lass Hermine in Ruhe, das ist meine. Du bist zu früh dran, Harry. Aber ich kann dir schon einen Zauberspruch zeigen, den ich mir selber beigebracht habe. Es ist der Alhomora-Zauber. Mit ihm kannst du Dinge öffnen, die mit Hilfe von Magie verschlossen wurden. Treib aber keinen Unfug damit. Nein, ich doch nicht. Das ist das Symbol für den Alhomora-Zauber. Wenn ich fertig bin, drückst du einfach die Maustaste und malst das Symbol nach. Ach du heilige Leute. Ich will das wieder auf dem Smartphone wie in Hogwarts Mystery machen. Ich muss das ja jetzt nicht schnell machen, oder? Geht ja auch, dass ich das... Ach doch, da unten läuft eine Uhr ab. Naja, okay, das müsste ausreichend sein. Ja komm, 71% ist okay, würde ich sagen. Aber krieg das jetzt nur mal schnell hin. Naja, wäre ich mir nicht so sicher, Hermine. Aber dein Optimismus in Ehren.
Ja, ich krieg für alles nur 5 Hauspunkte. Okay, Leute, schneller. Ich glaube, das war auch nicht ausreichend. Mann, oh, warum bin ich denn so schlecht? Ich meine, ich glaube, ich muss mal meine Maus ein bisschen befreien. Da liegt auch alles Mögliche neben. Also, ja gut, im Ausreden erfinden war ich immer schon gut, aber... Versuch jetzt mal, den Alohomora-Zauber zu verwenden. Wir haben noch etwas Zeit, bevor der Zauberkunstunterricht anfängt. Die Tür vor dir wurde mit Magie verschlossen. Verwende Alohomora, um sie zu öffnen. Du sag mal, Hermine, meinst du nicht, es hat irgendwie einen speziellen Grund, warum Türen hier mit fetten Vorhängeschlössern gesichert werden? Und dass Schüler eventuell nicht gut daran tun, diese dann einfach... Ja, zu öffnen? Weiß ja nicht, wollt ja nur mal fragen, keine Ahnung. Kann ich da auch durch? Nee, da fehlt auch das Vorhängeschloss, es glitzert nur blau. Also braucht es blauen Glitzer und ein Vorhängeschloss. Haben wir schon wieder was gelernt, Leute. So, Alohomora. Du hast es geschafft! Ja! In diesem Raum gibt es 2 Geheimnisse. Ob du es wohl schaffst, sie herauszufinden? Das weiß ich nicht, Hermine, aber ich habe ja zum Glück dich dabei. Und nochmal eine kurze Frage an euch, Leute. Ich merke die ganze Zeit, dass der Sound, also die Sprache, nicht ganz so laut ist wie die Hintergrundmusik. Deswegen, wobei die ist schon lauter eingestellt. Ich mache es mal einen ganz kleinen Tick leiser und das hier einen Tick lauter. Ich hoffe, das passt dann etwas besser. So, aber wenn ihr sonst noch irgendwelche, Vorschläge habt, was ich ändern soll an den Einstellungen, dann lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Übrigens haben wir hier nochmal die Aufzählung. Wir haben jetzt hier einmal die Hauspunkte, 35 an der Zahl, die ich bisher habe. Wir haben eine von 25 Schokofroschkarten und 32 Bertiebots Bohnen. Wir sind aktuell auf Platz 2 beim Häuserkampf und Folium Magi, was ist das noch? Ach ja, genau, hier kann man sich die anschauen. Albus Dumbledore, geboren, ja, 1890 müsste das gewesen sein. Also da weiß ich schon mehr als das Spiel. Oder mehr als die Schokofroschkarte. Gegenwärtiger Schulleiter von Hogwarts. Gilt als einer der größten Zauberer der jüngeren Geschichte. Oh, das ist echt cool. Leider haben hier alle anderen Karten das gleiche Profil wie bei Albus Dumbledore. Kann man leider nicht erahnen, wer da jetzt fehlt. Aber ja, wir sind ja gerade erst am Anfang, Leute. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Alles klar, also wir haben jetzt hier... Entschuldigung, dass manchmal die Kamera so schnell nach oben geht. Das ist ein bisschen empfindlich, sage ich mal, zu steuern. Oder ich kann ja mal meine Maus ein bisschen unempfindlich. Hey, warte mal, da war eine Schokofroschkarte. Versuch es mal mit dem Bücherschrank. Ja, mache ich, Hermine. Warte, ich muss mir noch kurz diese geile Schokofroschkarte krallen. Und meinen Ultra-Mega-Move machen. Hui, Simsalabin. Juhu. Ja. Harry Potter kann auf jeden Fall eine Show abziehen. So, also auf dem Bücherregal. Hermine, was ist denn das für ein Rätsel, wenn du mir die ganze Zeit Hilfestellungen gibst? Aber hey, ich wollte dich nicht kritisieren, Hermine. Ich liebe dich. Also ich, Daniel, nicht Harry Potter. Ich bin im Körper eines anderen gefangen. So, hallo? Wenn du damit fertig bist, dich selber zu bewundern, Harry, kannst du ja mal einen Blick in die magische Truhe werfen. Nee, ich will mich lieber... Ey, ich will mich lieber selber beweihräuchern und bewundern. Nee, Hermine, ich guck mich noch ein bisschen im Spiegel an. Guck mal, warte mal. Ey, ich war kurzzeitig unsichtbar. Hat man das gesehen? Da, ganz kurz. Bin vielleicht ein Geist oder so? Okay, sieht cool aus. Gut, dann wollen wir jetzt mal die Kiste verzaubern. Hoffentlich kommen da wieder... Ja, moin, einige Bertiebots-Bohnen raus. Und hier wieder durch. Sehr schön. So, dann sind wir jetzt hier im nächsten Raum. Ich glaube, Bilder... Ah doch, Bilder kann man auch verzaubern. Aber wahrscheinlich da nicht alle. Und das ist irgendwie eine spezielle Kiste. Die sieht anders aus als die anderen gerade. Was ist da drin? Wow, 2 Bertiebots Bohnen. Das war jetzt nicht die. Das war jetzt nicht der größte Segen. Okay, jetzt können wir hier weiter. Ja. Und jetzt sind wir in dem Raum, wo wir herkommen. Alles klar. Durch diese Tür kommst du zum Unterrichtsraum für Zauberkunst. Ja, mega, alles klar, weiß ich Bescheid. Dann gehen wir doch mal direkt rein, würde ich sagen. Willkommen, meine jungen Zauberer. Ich bin Professor. Sag mal, schwebt das Buch in der Luft, oder? Heute lernen wir den Schwebezauber Wingardium Leviosa. Seht ihr das Wingardium Leviosa? Professor Flitwick, Ihr Bücherstapel ist nicht richtig genau dargestellt. Sobald ich fertig bin, kannst du damit beginnen, das Symbol nachzumalen, indem du die Maustaste gedrückt hältst.
Lass sie erst wieder los, wenn du fertig bist. Ja, ich gebe mir Mühe, Professor Flitwick. So. Oh fuck, jetzt ab. Ich muss meine Maus wieder feiner einstellen. Die war gerade etwas schwer von Begriff. So, so und so. Ja, das müsste auf jeden Fall über. Hä? Ach so, weil ich am Anfang nichts gemacht habe. Ich dachte gerade, wieso macht das nichts? 64% ist okay. Ist okay. Eine gute Leistung für einen Erstklässler, Harry. 5 Punkte für Gryffindor. Lass uns weitermachen, Harry. Okay, nochmal der nächste Versuch. Ja, also, na, wobei. Ah, ganz knapp, Mann. 60%. Hätte ein bisschen besser sein müssen. Was für ein Pech. Du hättest es beinahe geschafft. Ja, das höre ich mittlerweile von jedem Lehrer. Wieder nur 5 Punkte. Immer die gleiche Punktzahl. Was du bin ich denn für ein Loser? Jetzt mit der Wingardium Leviosa Aufgabe beginnen, um den Zauber etwas zu üben. Folg mir, Harry. Ja, hä, wo. Wie, was? Der ist von seinem Bücherstapel einfach gerade ausgelaufen, einfach durch die Luft gelaufen, oder wie? Ja, okay, alles klar. Gut, also, was hat er gerade gesagt? Ich habe nicht zugehört. Aber ich denke mal, hier in dem Raum gibt es nicht viele Möglichkeiten, was falsch zu machen. So, einmal Wingardium Leviosa auf das Ding. Ach cool, wir können das jetzt auch so ein bisschen selber steuern. Professor Flitwick, passen Sie auf, hier kommt ein riesiger Felsbrocken. Einmal Kopf ein... Na gut, er muss den Kopf nicht einstecken, so. Und bitte fallen lassen. Ach Mann, oh schade, ich dachte, ich kann das auf dem fallen lassen. Oder warte, kann ich das? War ich nur unfähig? Nee, Harry ist zu sozial. Der mordet keine kleinen Lehrer. Gut, dann wollen wir mal das Ding einfach da drauf fallen lassen und kommen in den nächsten Raum. Geh nun die Sterne einsammeln. Wir treffen uns dann später. Viel Glück, Harry. Dankeschön, Professor Flitwick. Ich werde mein Bestes geben, glaube ich. So, hallo. Hier ist Harry Potter. Ich bin berühmt. Was kann ich tun? Wow, da ist eine riesige Statue. Was macht ihr denn da? So, da haben wir nochmal so einen Kessel. Aber die Sterne kommen nicht aus den Kesseln raus, oder? Ich meine, das, daran würde ich mich erinnern. Die Sterne sind schon offen. Man muss sie halt entweder... Ja, manchmal sind sie halt hinter Gitter. Muss man halt nur einen Weg finden, die... oh Gott, nicht schon wieder die Dinger. Oh Gott, ich hasse die. Zumindest weiß ich jetzt, wie man die bekämpft. Oh Mann. Warte, kann ich mir die trotzdem... Oh ja, nur eine verloren, immerhin. Okay. Okay, okay. So, jetzt hier nochmal Flipendo draufzaubern. Dann kommen wir nämlich durch diese Tür da. Alles klar. Und da ist der erste Stern und ein Speicherpunkt. Das ist schon mal sehr gut. So. Hier haben wir ein paar mehr Möglichkeiten. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Optionen für Bertie Botts Bohnen, da ranzukommen. Hier oben auch eine. Die lassen wir natürlich nicht liegen, ne? So, hier auch nochmal eine. Und da haben wir nochmal so einen Kessel. Sehr schön. Alles klar. Ach, da haben wir auch noch einen Kessel. Ich weiß auch noch, wenn man irgendwie bestimmte Aufgaben erledigt, auch da könnt ihr mir das gerne mal... Was ist das denn da oben? Guckt mal. Da guckt einfach so ein Kessel durch die Decke. Hä? Ist der wirklich da oben? Ach, das ist wahrscheinlich der, den wir da schon umgekippt haben. Und... Ja, warte mal. Der ist bestimmt in den Raum, wo wir herkommen, oder? Ja, ich muss hier nochmal kurz lang, sorry. Ja. Ja, das ist dieser Kessel. Lol, der backt einfach durch den Boden durch. Naja gut, man kann nicht leugnen, dass das Spiel ein paar kleinere Fehler hat, die ich dem Spiel aber gerne verzeihe bei dem Alter. So, da haben wir auch nochmal so einen Kessel. Genau, was ich gerade vorhin nochmal fragen wollte, bei manchen Leveln ist es glaube ich so, dass man am Ende in so einen Belohnungsraum kommt und da kann man dann ultra viele, hier, sag schnell, Bertie Botts Bohnen bekommen und ich glaube auch Schokofroschkarten. Und Schokofrösche. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Warte mal, wie... Wohin eigentlich jetzt mit den Dingern? Warte mal, wir machen erstmal Flipendo, würde ich sagen, hier auf diese Kosten. Oder was auch immer das darstellen soll. Hallo? Sag mal, bin ich blöd? Ach so, nee, warte, ich muss das ja von der... Oh, dahinter ist ein Gnom, gut zu wissen. Genau. Oh, nein. Ja, komm mir nicht zu nah. Kann ich nicht auf irgendein Teil draufspringen und von da oben die Dinger... Ich kann da wahrscheinlich nicht mehr draufspringen. Ich kann da einfach nicht draufspringen. Was ist mit dem los? Ja? Hat der irgendwelche Leiden? Was ist mit dir? Ey, Keule! Alles gut? Naja, gut, dann halt nicht. Hast es versucht. Ne? Der Versuch, der ist wichtig. So, dann müssen wir da auch nochmal eben die Bänder. Da kommt wahrscheinlich wieder so ein Kollege raus.
Warte mal, ist der ein bisschen intelligenter oder backt der jetzt auch in der Ecke rum? Komm mal her, Kollege. Oh nein, der backt nicht. Hilfe! Doch, der backt wohl. Was ist denn mit den Dingern falsch, ey? Oh, na gut, wenn ihr es mir so leicht macht, dann gebe ich euch ein schnelles Ende. So, also, das hätten wir jetzt auch. Ach so, man muss wahrscheinlich diese Dinger hier so reinfliegen lassen. So. Boah, kann die mal aufhören, so rumzustöhnen? Das ist ja grauenhaft. Was sollen die Leute denken, die bei euch beim Zuschauen dieser Folge hören? So, hä? Kann da irgendwie nicht draufspringen. Das wirkt ein bisschen so, als wäre da Glatteis oben. Ich rutsche da so drüber. Hä? Warte, muss ich das vielleicht einfach mehr in diese Ecke packen? Sind die da pingelig? Ja, wobei, der ist auch nur so ein Flipendo-Signal. Okay, warte, tu mir das nochmal eben weg und mach nochmal Flipendo da oben drauf. Ah, das erklärt es. Okay, ich habe das Rätsel gelöst, Leute. So, da auch nochmal. Genau, und jetzt können wir nämlich diese Schwebeteile da reingleiten lassen. So, hier lang. Lol. Muss ich die da... Hä? Irgendwie lassen die sich nicht dahin bewegen. Oder ich muss sie vielleicht etwas weiter vorne erstmal parken und dann näher an diesem Teil dran sein, um sie da rein zu befördern. Wisst ihr, wie ich meine? So, genau. Ja, ja, oder? Ja, jetzt klappt es. Mehr oder weniger hat es geklappt. Wir probieren es nochmal. So, jetzt ein bisschen genauer. Wunderbar, okay. Man muss da ein bisschen, ja, feinfühliger sein. Vor allem, weil die Steuerung hier manchmal noch ein bisschen sehr hakelig ist. So, dann einmal das Ding darüber. Ich krieg das aber auch nicht hier nach vorne. Also ich drück nach vorne, aber es geht nicht weiter. Dann machen wir es mal wieder Stück für Stück. Oder ich fange mal von hier an. Ich meine, zu mir ranholen müsste ja gehen. Kann ich das bis hier zaubern? Ich kann vor allem die Statue auch verzaubern, merke ich gerade. Ja, wow, so eine riesen Statue und trotzdem nur eine Dirty Boots Bohne. Na gut. So, und dann können wir jetzt nämlich das Teil... Komm schon, komm! Ich krieg das da nicht mit einem Zug rein. Man muss das anscheinend mit mehreren Zügen machen. Offenbar will das Spiel das so. So, und auch damit haben wir das geschafft. Sehr schön. Gut, alles klar. Dann muss ich jetzt nochmal gerade ganz kurz gucken, wo wir genau hinlaufen. Also ich glaube, es gibt nur diesen einen Weg, oder? Ja, dann laufen wir mal da lang. Ich meine, da ist auch der Stern. So, Stern Nummer 2. Fehlen noch 5. Hallo? Oh, Außengelände und ein Speicherpunkt. Schaut euch das mal an, Leute. Also, ja, Let's Build Hogwarts ist ein bisschen schöner. Manchmal, oh, da ist direkt der dritte Stern. Manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel orientiert, oder, nee, warte, Hogcraft hat sich ein bisschen, und da ist auch der nächste Stern, hat sich ein bisschen hier an dieser Version orientiert, oder? Ich finde, Hogcraft hat so ein bisschen, ja, das gleiche Aussehen. Vielleicht ist das auch unter anderem der Grund dafür, warum ich Hogcraft damals so unglaublich inspirierend und toll fand, weil schön gebaut war es halt einfach nicht. Aber, naja, dafür nostalgisch, weil es mich, glaube ich, einfach auch an dieses Hogwarts hier erinnert hat. So. Okay, die Brücke haben wir schon mal da freigeschalten. Jetzt muss ich... Oh Gott, jetzt schon wieder so eine Jump-Run. Egal, wir hatten hier einen Speicherpunkt, Leute. Also ich kann mir ruhig erlauben, hier auch einmal zu sterben. Aber ich will es ja nicht provozieren. Ich habe immerhin noch die Welt zu retten. Hui! So. Was ist eigentlich hier unten? Ich meine, da ist alles schwarz unter uns. Was soll mir das sagen, dass das hier einfach... unendlich weit nach unten geht? Oder, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute. Was ist da oben? Da backt irgendwie wieder was durch die Decke. Und da ist auch ein Stern. Ach, da backt ein Kist. Warte, kann ich die da aktivieren? Das wäre jetzt natürlich ein Ding, Leute. Nee, kann ich leider nicht. Schade. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier lang, weil wir haben ja schon gesehen, hier sind einige Sterne noch, die wir freischalten können. Geh auf, blöde Kiste. Dann wollen wir die natürlich auch nicht ignorieren, sondern auch versuchen mitzunehmen. Und diese Wingardium Leviosa-Geschichte hier geht mir jetzt schon auf den Sack, Leute. Weil die sich einfach nicht so vernünftig steuern lassen. Oder Übung macht den Meister, das kann natürlich auch sein. So, da haben wir jetzt so einen Geheimgang. Und einen Spiegel. Okay, warum sind hier überall Spiegel? Vor allem in so alten Räumen, die einfach gar keinen Sinn verfolgen. Naja. Warte, was war da gerade? Ach, das war die Fackel. Ich dachte, da wäre wieder ein Stern. Okay, gut, Leute. Dann gehen wir jetzt mal hier wieder in die Richtung... Und da haben wir nochmal etwas, was wir mit Wingardium Leviosa hier drauf befördern sollten, müssten, dürfen. So, das hat auch geklappt. Alles klar, da müsste ich ja jetzt wahrscheinlich hier direkt über die Plattform rüber können, oder?
Ja, die kommt ran, die kommt ran, die kommt ran, die kommt ran. Das war gut. So, und jetzt müsste die hoffentlich direkt zum Stern fahren, oder? Ja, sie fährt direkt zum Stern, Leute. 3, 2, 1 und Geronimo! Sehr schön. Stern Nummer 5. Fehlen also nur noch 2. Und wartet mal, einen Stern haben wir da in dem Gebäude gesehen. Oben. Ist jetzt die Frage, ob man da so jetzt irgendwie hinkommt oder ob es da nochmal eine spätere Gelegenheit gibt. Ich gehe da nochmal eben zurück, Leute. Will den Stern da ehrlich gesagt nicht einfach so zurücklassen, wenn die Plattform jetzt mal eventuell rüberkommen mag. So. Zack. Und jetzt nochmal hier bitte rüber. Ah, die geht erst hier hin, okay. Aber das ist, denke ich mal, da geht's weiter. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich an den Stern hier noch komme, wenn ich jetzt den Weg gehe. Deswegen, wir gehen nochmal eben kurz zurück, Leute. Irgendwo muss es da ja einen Mechanismus geben, um an diesen Stern ranzukommen. Das geht ja gar nicht anders. So, da sind wir nun. Alles klar. Also, hier in diesem Raum, ne, seht ihr da oben? Da ist der. Was ist das hier? Hä? Ist das eine... Ist das so ein Kraftfeld oder was? Sind wir jetzt in Star Wars hier mit Schutzschilden oder wie? Hä, was soll mit der Ding? Oder ist das auch so eine Art Spiegel oder was? Hä, was ist das? Wie komme ich da oben hin? Irgendwie muss ich da ja hinkommen. Oh Mann, ich will das irgendwie hin... Oder warte mal, hat der Spiegel nicht doch irgendeine Bedeutung? Ah! Stimmt, so war das, Leute. Oh mein Gott. Ja, ein bisschen erinnere ich mich noch dran. Aber... Ja, Alzheimer kickt. Nein, Spaß. Aber, ja gut, wir kriegen den Stern, das ist die Hauptsache. Und nochmal hier ein paar Kisten, die bestimmt das ein oder andere Böhnchen mehr auf Lager haben. Ja, doch, geht. 5 Bohnen habe ich, glaube ich, gerade bekommen. So, und eine neue Schokofroschkarte, die erstmal schön nach unten fällt. Alles klar, ich komme gleich zu dir, Schokofroschkarte. Nicht verschimmeln, ich komme gleich. So, was ist da drin? Okay, alles klar. Jetzt muss ich nur noch diesen blöden Stern treffen. Nice. So, und die Schokofroschkarte. Und jetzt wieder mein legendärer Move, Leute. Wer ist das denn? Ist es ein rothaariger, zotteliger, etwas kräftigerer Typ? Gucken wir uns gleich auf jeden Fall mal an. Ich würde sagen, immer am Ende einer Folge, dass wir uns auch dann die neuen Karten einmal anschauen. Oder hier während den Wartephasen, während ich auf den Aufzug warte. Könnt ihr nicht wenigstens so eine geile... Aufzugmusik hier mit einbauen? Soll ich eine machen, Leute, in der Zeit? Okay, ich kann keine Aufzugmusik. Wie geht Aufzugmusik? Okay, ich soll. Seid froh, Leute, dass ich kein offizieller Aufzug-Audio-Aufnehmer bin. Ne? Beziehungsweise, wenn es so wäre, seid froh, dass ihr wahrscheinlich nicht so oft Aufzug fahren müsst. Weiß ich nicht. Und ich laber wieder Blödsinn, Leute. Wunsch, Harry, du hast die Aufgabe bestanden. Nee, warte mal, ich hab nur... Du hast alle Sterne eingesammelt. Hä, ich hab alle? 20 Punkte für Gryffindor. Wow. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Hä, ich hab doch nur 6 eingesammelt. Oder ich hab nicht aufgepasst. Ich hab wahrscheinlich nicht aufgepasst, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Leute, in diesen Unterrichtsfächern ist Harry Potter auf jeden Fall ein bisschen erfolgreicher, als wenn er irgendwelche Zauber zum ersten Mal wirken muss. So, und da haben wir nochmal so eine Geheimtruhe. Komm, nächste Schokofroschkarte. Komm schon, komm schon, komm schon. Yeah! Also, Bertie Bott's Bohnen immerhin. Gut, wo geht's jetzt lang? Ich gehe mal davon aus... Warte, hier können wir nicht irgendwo weiter, ne? Ne, okay. Dann geht's wahrscheinlich hier weiter. Und da sind wir wieder zurück, Leute. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, mach... Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, da machen wir jetzt hier einen Cut, aber... Ah doch, können wir wohl. Okay, dann warte ich lieber, bevor ich das einsammle, bevor es jetzt hier mit der Story direkt weitergeht. Leute, ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Und wie versprochen, machen wir jetzt natürlich hier nochmal eben einen Abstecher in meine Schokofroschkartensammlung. Und dann schauen wir uns mal die beiden neuen Karten an, die ich hier bekommen habe. Tilly... Ach, das wird noch nicht automatisch vorgelesen, ne? Nee, leider nicht. Das wird erst in den nächsten Spielen passieren. Tilly Toke, 1903 bis 1991, starb also, als Harry nach Hogwarts kam, also quasi in diesem Jahr jetzt gerade, wo das Spiel stattfindet, erhielt einen Orden, weil sie im Jahre 1932 viele Leben rettete, als ein Drache sich auf einen Strand voller Sonnenanbeter stürzte. Oh, das stimmt, da habe ich sogar letztens was bei einer Faktenvideorecherche gelesen. Ich meine, das war ein ukrainischer Eisenbauch. Ja. Oh, das ist so cool, Leute, das ist so cool. Und wer ist das? Burdock Muldoon, 1429 bis 1490, Vorsitzender des Zaubererrats von 1448 bis 1450. Boah,
Ich kenne den nicht, aber spannend auf jeden Fall. Bin mal gespannt, welche weiteren Kandidaten da noch, vorgestellt werden. Und Slytherin geht ja schon ganz schön ab hier in dem Spiel. So ein bisschen gemein, dass Hufflepuff mal wieder letzter ist. Aber naja, ich ignoriere das jetzt mal gekonnt. Ja, Leute, dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich riesig freuen. Und dann sehen wir uns wieder bei der dritten Folge von Harry Potter und der Stein der Weisen für den PC aus dem Jahre 2001. Leute, macht's gut und bis dann. Ciao zusammen.